liebe Eltern und, was ich am allerliebsten immer sage, liebe Kinder. Als ich zuerst davon gehört habe, dass heute dieses Sommerfest im Rahmen eines Begegnungsfestes stattfinden sollte, habe ich direkt gedacht, das ist eine tolle, tolle Idee. Man könnte jetzt vieles Theoretische anbringen, aber mir ist dann eins aufgefallen vor kurzem, als ich auf einem Kinderspielplatz war und verschiedene Kinder da zusammen gespielt haben. Und da war es erkennbar so, dass ein nicht deutsches Kind da war. Und wie schnell da diese Aufnahme stattgefunden hat unter den Kindern, wie schnell miteinander gespielt worden ist, wie schnell miteinander Verständnis zueinander aufgebracht worden ist, das war für mich ein ganz, ganz toller Moment. Und von daher finde ich ein Begegnungsfest, was hier veranstaltet wird von einer Kita, zusammen mit vielen, vielen anderen. Ich will das gar nicht wiederholen, wem alles zu danken ist. Das kann ich natürlich nur bestätigen. Aber eine hervorragende Idee. Ich freue mich, dass so viele heute hergekommen sind und wünsche allen einen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie da sind. So, ja, schön. Ach, hier. Ja, ich bin der Stolz, das ist klar. So eine Stolz, das ist beliebt. Ne? So, siehst du, komm mal, guck da hin, der war ja auch, der war ja auch so beliebt. Ne? Das lag ja eigentlich nur in dem Stolz. Das ist ja alles anders. Ich habe mir ja extra abgemacht. Wenn ich immer Fotos machen muss mit der Lüte, will ich nicht. Hast du sowieso keine Chance gehabt, Jack. Komm, das war herrlich. Das ist nicht nur am Stolz. Ja, das stimmt. Die haben mich gerade gesagt, der Graub ist beliebt, das ist nicht nur am Stolz. Sagst du, der Jön war ja auch so beliebt, wie sie im Stolz. Richtig. Ja, natürlich. Klar, die Frauen mögen das vor uns. Die Kollegen sind gestern aus Spanien zurückgekommen. Wir hatten jetzt 5 Wochen lang haben wir Zirkus Roncalli gemacht in Leverkusen und auch in Koblenz. Das war eine sehr schöne Produktion. Von da aus sind die Kollegen direkt weiter nach Spanien geflogen, um kreativ zu arbeiten. Die neue Band, ja, es gibt jetzt eine neue, die neue mit den zwei neuen kennenzulernen, haben die neue Songs geschrieben. Achso, und da seid ihr nicht dabei. Nein, da war der Janus und ich nicht mehr bei. Dann sind die am Freitag zurückgekommen und gestern, wie gesagt, Auftritt Waldbühne Berlin. Warst du wieder da? Da war ich dann wieder. Die neue Band spielt noch nicht. Die neue Band spielt erst so ab Ende August. Ja, so, da gibt es so einen richtigen Übergang in der Philharmonie bei Höhner Classic. Ja. Werden wir also mit 80 Mann Sinfonieorchester werden wir dann spielen und dann werde ich meinen Akkord in dem übergehen. Genau so ist es. Genau so ist es. Einfach an. Wir fangen jetzt. Hallo Kinder! Ich finde die Schilder unheimlich toll. Ich kann die gar nicht alle lesen. Da sind so viele unterschiedliche Sprachen drauf. Könnt ihr mir mal ganz kurz sagen, was auf euren Schildern steht, aber nur in einer Sprache, die ich auch verstehe? Was steht da drauf? Herzlich willkommen steht da drauf. Super. Unglaublich viele Sprachen. Und wir würden jetzt gerne mal ein Lied singen. Das hat auch mit herzlich willkommen zu tun. Aber auch in einer Sprache, die finde ich auf keinem eurer Schilder. Ihr habt ja Armenisch, habe ich gesehen, und Skandinavisch und Französisch und Spanisch und Polnisch und alles mögliche. Und Englisch habe ich auch gesehen. Und wir sprechen auch eine eigene Sprache, der Peter und ich. Wir sprechen Kölsch. Und deswegen singen wir jetzt am Anfang ein Lied auf Kölsch. Und dann haben wir das Ganze mal auf Englisch übersetzt, damit es mindestens in 2 Sprachen ist. Und das Lied heißt... Schön, dass du da bist. Aber damit meinen wir jeden Einzelnen von euch, okay? So, jetzt gehe ich ein bisschen vom Mikrofon weg. Ich hoffe, man kann das dann trotzdem hören. Schön, dass du da bist, dass du jetzt da bist. Wir haben uns lang schon nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist, dass du jetzt da bist. Komm, setz dich einfach. Jetzt so uns hin. Du hast dich aufgemacht, herzlich willkommen. Egal woher du küsst, von nah und fern. Komm, fühl dich wohl bei uns, hey Pfingste Freunde. Bei uns steht keiner allein im Heim. Schön, dass du da bist, wir haben uns lang schon nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist,
dass du jetzt da bist. Komm, setz dich einfach jetzt so und sing. Jetzt machen wir Englisch. There is something inside that makes you wonder. There is so many lands you have to see. And when you're far away in a land of strangers, be sure you find great empathy. It's good to see you, so good to see you. Oh, how I missed you, stay close to me. You cross the ocean, travel so many lands. Now it's good to see you in Germany. Jetzt singen wir noch einmal Kölsch. Schön, dass du da bist, dass du jetzt da bist. Wir haben uns lang schon nicht mehr gesehen. Schön, dass du da bist. Jetzt da bist, komm, setz dich einfach jetzt so uns hin. Now it's good to see you in Germany, Pullheim, Germany. Wow! Ich habe gehört, einige der Kinder können wirklich uns jetzt ein bisschen gesanglich verstärken. Ihr könnt mitsingen, oder? Ja, kommt mal hoch. Die, die das können. Wir brauchen aber dann noch ein paar Eltern, die sich so hier drumherum stellen, vor allen Dingen hinter uns, und die aufpassen, dass keins der Kinder von der Bühne fällt. Wir brauchen jetzt Eltern sozusagen als Geländer. Hä? Haben wir noch so ein paar Eltern, die als Geländer funktionieren können? Super! Ja, schön, Arme, alle hinter Arme breit machen. Ja, wunderbar. Ist ein Familienfest und ein Willkommensfest. Und mit Augen aufpassen hier. Da. So ist das geil. So, kommt hier. So, alle jungen Kinder zu den zwei alten Kindern hier. Okay, super. Da unten können noch welche drauf sitzen, wenn ihr wollt. Das ist auch super. Ja. Wow. So, jetzt sind wir mehr auf der Bühne als vor der Bühne. Okay, also, jetzt wäre es gut, wenn ihr die Schilder mit der Schrift in die Richtung halten könntet, damit die Leute das alle lesen können. Super. Guck mal, habt ihr das schon mal gesehen? Das ist wie bei einer Pressekonferenz, ne? 1 Million Handys, Kameras, GoPros und auch richtige Fotoapparate. Und auch sogar ein richtiger, echter Kameramann. Der Günther hat das nämlich mal beruflich gemacht. So, wir haben gehört, dass diese Kinder, die hier auf der Bühne stehen, allesamt bei Deutschland sucht den Superstar auftreten könnten, weil die so super sind. Und die können alle ganz fantastisch singen. Und an einem solchen Tag wie heute, wo in Köln Birlikte stattfindet, Birlikte ist ein türkisches Wort, das heißt zusammenstehen, zusammenhalten. Und dafür werben, dass alle Menschen auf der Welt gleich sind. Und das gibt es auch in einem Höhnerlied ausgedrückt. Das ist das Lied von der Freundschaft. Echte Freunde, die stehen nämlich auch zusammen. Und deswegen passt Birlikte und die heutige Veranstaltung super zusammen. Und wir, der Peter und ich von den Höhnern, wir sind ganz gespannt, ob ihr euren Text gelernt habt und ob ihr jetzt mit uns zusammen ein kölsches Lied singen könnt. Könnt ihr? Ja! Super, dann lass uns singen. Echte Freunde stehen zusammen. 1, 2, 3, 4. Echte Freunde stehen zusammen. Zusammen, so wie eine Herz und Acht. Du hast Glück, Erfolg und Lust zu jeden. Ich kenn's mehr, einmal J und alle Welt. Menschen, die ich früher nicht gekannt, die kommen aus der Löcher an der Wand und sind ganz plötzlich an mit mir verwandt. Echte Freunde. Echte Freunde,
Welt gepasst. Freunde, Freunde, Freunde in der Welt. Jana, Hunde, Hunde, Rappen und beste Freunde. Stand zur Sache, zu die Ehe, Jagd und Pfad. Du hast Pech, geht der Bürger raff. Vergessen ist all das, was du bisher geschafft. Mensch, wie ich für ein Rotje kann. Jemen, dir auf Lebenswiederhand. Jetzt siehst du, wer mit 30 Freunden an. Hey! Echte Freunde! Zusammen, so die Hütte, die Hütte, die Freunde, Freunde, Freunde in der Not. Jana, Hunde, Hunde, Doppelung. Echte Freunde, stand zusammen, so die eine Jatt und Pacht. Also Herr Peter und ich glaube, das darf ich jetzt schon sagen, wir sind begeistert von eurer Gesangskunst. Und wir freuen uns jetzt auf das nächste Lied. Eigentlich hätten die Leute, die jetzt vor der Bühne stehen, alle rufen müssen, Zugabe, so mach das mal, das ist gut für den Günther zum Filmen. Reicht es gut? Reicht, das hat er jetzt als Zwischenschnitt, dann kann er es nicht herein. Dann sieht das im Film später auf Pullheim TV so aus, als wäre das wirklich spontan von euch und vor allem freiwillig gekommen. Hallo. So, Kinder, ich habe gehört, ihr habt noch ein weiteres Lied gelernt. Und das ist ein Lied, das auch genau zu dem Thema passt. Hallo. Ihr müsst da schön dicht dran gehen ans Mikrofon, da kann man euch viel besser hören, genau. Also alle Münder so dicht wie möglich an das Mikrofon. Ich weiß nicht, welches Kind jetzt... Das gibt jetzt ein Gedränge, da habe ich was erzählt. Hallo. Okay, Kinder, seid ihr soweit für das nächste Lied? Ja! Das klingt gut und das nächste Lied heißt... Nase vorn! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Ich bin so geboren, du bist so geboren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Ich bin so geboren, du bist so geboren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. La, 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 la. Der eine steckt die Nase überall hinein, der andere steckt die Beine irgendwie allein. Der dritte hat Probleme, sie läuft ihm immer vor. Der vierte hat so lange lebt, noch immer in der Wort. Der fünfte hat das Ding, damit er schnarchen kann. Der sechste geht hinaus, sein ganzes Leben lang. Der siebte drückt die Seine am Nachbarsfenster. Den Achten wird vor seiner Pracht ein Braten weggeschnappt. Und ich bin so geboren, du bist so geboren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Mitten im Gesicht, links und rechts die Ohren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Hey! La 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 la. So manche schöne Nase haben die falsche Form. Mancher gute Riecher wurde schon zum Flop. Alle Nase lang fällt man auf dieselbe rauf. Und wenn einer lügt, fällt's an der Nasenspitze auf. Und ich bin so geboren, du bist so geboren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Mitten im Gesicht, links und rechts im Ohr. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Es gibt Spitze, es gibt Stumpfe, es gibt Frische und Versumpfte. Es gibt dicke, dünne, kalte oder heiße. Es gibt rote, gelbe, schwarze oder weiße. Ich bin so geboren, du bist so geboren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Mitten im Gesicht, links und rechts die Ohren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. I was born like this, you were born like this. Everybody's nose is in the middle of the face. Je suis né comme ça, tu es né comme ça. Tous les jours du monde, on est né à l'avant. Reine mache Frauen und die Direktoren. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Ob am Skagerrak,
oder am Kap Horn. Alle Menschen auf der Welt haben die Nase vorn. Ja, la 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 la. Cha cha cha. Ich war sich ein bisschen bewegen. Okay, ihr habt uns überredet, wir machen noch eine Zugabe. Kinder, seid ihr einverstanden, dass wir hier zusammen noch eine Zugabe machen? Ja! Man sollte nämlich jeden Menschen so nehmen, wie er ist. Wir haben alle unsere kleinen Fehler, unsere kleinen Macken, wie man so schön sagt. Und weil jeder so eine andere Macke vielleicht hat, soll er sich nicht über den anderen beschweren. Er soll sich erstmal selber an die eigene Nase packen. Und da gibt es ein schönes Lied dazu. Zu dem kann man super schunkeln. Ich bin gespannt, wie du das hier hinkriegen willst mit dem Mikrofonständer. Da kommen sie um den Kopf dran. Das Lied heißt, nimm mich so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich nicht. Moment, die schunkeln hier nicht. Ihr seid so mit dem Mikrofon beschäftigt. Ihr müsst ein bisschen mitschunkeln, so hin und her. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nimm mich so, wie ich bin. So ist schön. Einfach so, wie ich bin. Nimm's doch ganz runter. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich nicht sehen. Ich bin nicht gerade bequem, aber herzlich und rau, rebellisch mit Haar unter Zähnen. Die Prügel dafür, die steck ich schon weg, ich blieb halt ne Jungsjung. Hey! Nenn mich so, wie ich bin, einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich nicht sehen. Ich tu lachen und kriech, spreng Flügel der Putz. Ich tu Glück mit Courage. Und schrei mir, Typen, die mag ich nicht. Denn es sage ich, das Wort sag ich jetzt nicht, ich bin zu viele Kinder hier. Nimm mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich. Jetzt könnt ihr, glaube ich, mitsingen, oder? Hey! Nimm mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab, doch anders kann ich nicht sehen. Doch anders kann ich nicht sehen. Das können wir auch noch schneller. 1, 2, 3, 4. Nenn mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab. Doch anders kann ich nicht sehen. Sing mit uns. Nenn mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler hab. Doch anders kann ich nicht sehen. Komm, ein letzter Wort. Komm. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler habe. Doch anders kann ich nicht sehen. Doch anders kann ich nicht sehen. Yeah, 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 yeah. Doch anders kann ich nicht sehen. Sing! Nimm mich so, wie ich bin. Immer dabei, da ist prima, prima Gloria. Wir lieben das Leben, Lied und Liebes. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch den Mut. Da sind wir dabei, da ist prima, prima Gloria. Wir lieben das Leben, die Liebe und Liebes. Wir glauben an den lieben Gott und haben auch den Mut. Ihr Leben hört die Boje, so schnell verjängt die Zeit. L-M-A-A, ihr Soje, mir Leben der Uwe. Und der ist
ist genau... Was ist hier los? Das ist doch keine Trauerveranstaltung. Eine Schluckimpfung hier. Ihr müsst aber auch jetzt laut jetzt sagen. Also nicht nur die Eltern, auch die Kinder hier auf der Bühne. Jetzt noch eine zweite Chance. Der Augenblick, der ist genau... Yes! Da sind wir dabei. Da ist Neben mir steht die Frau Angela Asa und sie ist Leiterin der Kita Pusteblume. Wer Pullem TV schon mal öfter guckt, der weiß. Wir waren schon zusammen auf einer Demonstration und das heute ist auch sowas wie eine Demonstration. Und zwar eine Demonstration für Solidarität. Solidarität und ein Miteinander hier in Pulheim. Also, Sie haben hier eine Veranstaltung, die geht darum, dass wir Fremdenhass vergessen und Freunde sind zu den, wie heißen die, Einwanderer? Einwanderer kann ich mal. Es sind die Flüchtlinge. Ja. Es sind die Neupulheimer. Für uns sind es die Neupulheimer und wir haben heute ein Fest, wo Altpulheimer und Neupulheimer sich begegnen. Wir finden das ganz wichtig. Wir machen das aber nicht als Kita alleine. Wir haben eine Kooperation mit dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und vor allen Dingen auch mit Putzmunter, mit dem Bündnis Putzmunter. Sind jetzt hier auch Einwandererkinder dabei? Ja, sind. Gucken Sie sich mal um. Also ich möchte jetzt nicht, dass man so filmt, aber es sind doch einige hier. Ja. Freuen wir uns auch sehr, dass die gekommen sind. Und die Eltern auch? Hm? Ja, es sind auch Eltern hier. Es sind ältere Kinder, die sind, glaube ich, allein, aber es sind auch Eltern hier. Es sind einige Familien, die ich schon gesehen habe, die ich kenne. Was meinen Sie, was muss Pulheim noch tun? Weil das ist ja garantiert nicht genug, was jetzt passiert, oder? Also genug, sage ich mal, kann es nicht sein. Ich finde es aber ganz wichtig, es geht nicht immer nur um materielle Dinge. Es geht einfach darum, dass wir aufeinander zugehen, dass wir versuchen, diese Menschen in unsere Mitte aufzunehmen. Diese Menschen nicht zu isolieren hier, sondern dass sie mit uns sind. Und das war eigentlich auch der Sinn und Zweck dieses Festes. Sich einfach mal begegnen, sich unterhalten. Kinder haben da kein Problem. Kinder spielen miteinander, egal ob sie die Sprache können oder nicht. Ja. Und ich glaube, bei den Erwachsenen müssen diese Berührungsängste weg. Und dann wird das auch funktionieren. Und wenn wir als Stadt Pulheim sagen, wir alle sind Pulheim, wenn alle, die neue Pulheimer, die alt Pulheimer zusammen, ist das eine wunderbare Sache.